Eine Schenkelhalsfraktur ist ein Bruch des Oberschenkelknochens recht dicht unter dem Hüftkopf. Bei jungen Patienten nach einem Hochrasanztrauma, also Motorradunfall, aber viel häufiger bei alten Menschen, da reicht dann auch einfach nur der Stolpersturz, der in Verbindung mit geschwächten Knochen, zum Beispiel bei der Osteoporose, dann zum Bruch führt. Oberstes Ziel ist, dass wir schnell eine vollständige Mobilität wiederherstellen. Das bedeutet Vollbelastung, und das kriegen wir in der Regel mit spezialisierten Implantaten, häufig mit Hüftendoprothesen hin. Wenn wir den Patienten schnell operieren können, was in der Regel der Fall ist, kriegen wir ihn in der Regel auch wieder in die Mobilität, die er vor dem Unfall gehabt hat. Dazu müssen wir allerdings auch als Unfallchirurgen eng mit unseren Kollegen aus der Altersmedizin zusammenarbeiten, um den Patienten gemeinsam wieder schnell auf die Beine zu bekommen.